einen wunderschönen Sonntag. Willkommen zurück, Poly Bridge Time Master Mode mit dem letzten Level dieser Welt. Scaled Up Master Mode bei Masonator. Wer das Konzept von Master Mode nicht kennt, Level, die wir kennen, wurden überarbeitet und schwerer gemacht. Manchmal gibt es Vorteile, so wie hier, Budget ist höher und man darf Feder nutzen. Aber es gibt immer ein Aber, wir haben eine riesige Limousine. Wichtig ist, dieses Auto wird von dem kleinen Compact Car bzw. diese Limousine von dieser Limousine angetrieben. Dementsprechend sollten wir hier direkt mal beginnen und unsere Stoßdämpfer anbringen, sowie, ich würde sagen, ein Heckmotor macht wahrscheinlich am meisten Sinn, damit wir eben hier überhaupt erstmal vorwärts kommen. Sehr gut. Anfang klappt. Ist schon mal genial. Ich habe das Level im Stream schon mal versucht. Habe ich ja erwähnt. Und da bin ich krachend gescheitert. Weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das hier hinbekommen soll. Nicht nur das Bauen der Brücke, sondern vor allem dieses, ja, Überholmanöver erreichen. Ich glaube, ich will das Ganze tatsächlich hier eins nach unten legen. Und dafür den hier oben direkt hier befestigen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Die halten erstmal sich aus. Hätte denn der hier genug PS? Der hätte wahrscheinlich genug PS, um das hier zu bewegen. Jetzt gucken wir mal, ob ein einfaches Verstärken auf Kabel besser ist. Ich hoffe, dass er ganz simpel stoppt und dann von ihm hochgedrückt wird. Er hat jetzt zu viel PS. Okay. Versuchen wir mal hier eine Bremse mit einzubauen. Die muss allerdings temporär sein. Was das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger macht. Nicht temporär genug. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren, wenn wir ihn die Pause lang genug machen lassen. Wie wäre es denn mit einer Doppelfeder hier? Das war komplett katastrophal. Okay, das machen wir nicht. Wenn wir ihm hier eine zweite Feder mit dazu bauen. Nee. Das lässt es einfach nur runterfallen. Jetzt müsste der ordentlich nach hinten geschoben werden. Eventuell eine etwas steilere Kurve hier, damit er mit mehr Speed kommt. Und damit mehr Wucht hat, um den Limousinenkollegen nach hinten zu befördern. Nee, es reicht leider immer noch nicht. Können wir deinen Speed erhöhen? Nicht wirklich. Gut, dann müssen wir doch eine klappenartige Sache bauen. Die mir jetzt nicht wirklich gefällt. Aber was soll man machen? Versuchen wir sowas. Erstmal übertreiben wir es, was die Stabilisierung angeht. Die machen wir hieran fest. Gucken mal, ob er da hochkäme. Nee, ist zu steil.
Okay. Dich oben rumfahren lassen, dich unten rumfahren lassen. Versuchen wir es anders. Wie immer ist natürlich mein Ziel, ich erwähne das in jeder Episode aufs Neue. Ich möchte das Level ohne Bruch lösen und im Budget. Den hier nicht. Sollte allerdings irgendwas brechen, nachdem das letzte Auto, welches auch immer es sein mag, seine Flagge berührt hat, dann wäre es mir egal. Das würde ich einfach so hinnehmen und als trotzdem gelöst ansehen. So wie es das Spiel auch macht. Der müsste den jetzt anschubsen. Das hängt hier jetzt eher am Gewicht und ein bisschen auch an der fehlenden Power des Compact Cars. Wir können hier aber runtergehen. Dann muss er nicht ganz so hoch. Weil die Limousine, wenn ich das richtig einschätze, schmaler bzw. niedriger oder ja niedriger ist als unser großer Compact Car. Dann versuchen wir mal sowas. Vielleicht hier sogar noch so ein bisschen runtergehen, alles ein bisschen flacher machen. Wir könnten das Gewicht verringern, indem wir hier Federn hinmachen. Das ist natürlich suboptimal. Okay, der bleibt stecken wegen der Decke. Der kommt da einfach nicht hoch. Versuchen wir das Ganze mit Holz. Das verringert das Gewicht schon mal ungemein. Wird wahrscheinlich jetzt beim Aufprall brechen. Nee, noch nicht mal. Machen wir das Ganze kürzer. Beziehungsweise lassen es hier später beginnen. Dann brauchen wir wieder eine Unterbrechung vom anderen Wagen. Also dann darf meine Limousine nicht zu früh kommen. Jetzt ist die natürlich... das würde gelingen. Jetzt bleibst nur du hängen. Das heißt, das hier muss noch beweglich sein. Okay, da fehlt jetzt die Stabilität. Das ist allerdings einfacher machbar, wollte ich sagen. Naja, noch nicht ganz. Bisschen mehr Stabilität für dich. Kurze Unterbrechung von ihm machen. Und wir brauchen ein Gegengewicht, das er quasi dann holt. Jetzt bist du da unten gebrochen. Jetzt brauchen wir hier noch ein Gegengewicht, das nach unten geht, wenn das Auto drauf fällt oder drauf fährt. Damit der runter geht, der hoch geht und die Limo kommt. Ansonsten brauchen wir doch die Unterbrechung. Jetzt hat gerade das Spiel ein bisschen Probleme.
Wir brauchen hier eine Feder. Wir brauchen von unten, denke ich, eine Feder, um den Aufprall abzudämpfen, weil das wird natürlich jetzt dann sehr schnell runtergehen. Entweder auf die Limousine treffen oder hier auf den Grund aufschlagen. Das hat nicht genug Gewicht. Dann geben wir dir ein bisschen mehr Gewicht. Es hat immer noch nicht genug Gewicht. Eigentlich sollte das zusätzliche Gewicht an der hinteren Seite doch dazu führen, dass... das ist jetzt... ich glaube, es ist jetzt das Problem, dass das Ding da dran knallt. Okay. Dann machen wir das mal länger, den Arm länger. Eventuell sollten wir... Wir müssen auf jeden Fall hier was mit Federn machen. Weil das sonst aufprallt und komplett zerschellen wird. Das ist schon sehr knapp, was ich hier habe, aber okay. Mal ganz kurz den hier. Ja, es macht ein bisschen mit. Nur, dass die Straße das nicht mag. Wir haben noch so viel Budget übrig, dass ich hier jetzt auf einfaches Muskeln nutzen. Wir werden eventuell hier verstärken müssen und hier das Kabel. Ist auch nicht sehr, erfreut über die aktuelle Situation. Ja, da ist das Problem, okay. Das machen wir mit einem einfachen Doppelkabel. Machen wir so. Ich hätte am liebsten nur eine Node statt zwei, aber ich kann eben maximal 4 Meter lang machen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt gibst du nach. Vielleicht kann ich hier einen Ticken runtergehen. Jetzt gibst du leider nach. Ich könnte hier noch runtergehen. Ich denke, das mache ich auch. Sodass im Prinzip vielleicht die Straße sogar fast darauf aufliegt. Weil sie muss ja nicht mal bis ganz auf den Boden gehen. Es reicht ja, wenn sie... Also ich brauche ja nicht ganz da unten gehen, weil die Flagge ist ja hoch für den Compact Car. Muss ja nur weit genug runtergehen. Du hast aktuell Probleme. Ah, das Problem ist, ich brauche hier noch einen Stopper, weil aktuell würde er über das Ding hinwegfahren. Jetzt brichst du... Wir brauchen eigentlich nur hier einen Stopper, damit er... Ja, aber er muss ja weiter fahren, damit das Gewicht hier drüben noch Einfluss hat. Ah, schade. Jetzt gibst du nach. Erhöht natürlich jetzt das Gewicht auf der linken Seite, was ich nicht brauche, weil mir rechts das Gewicht fehlt. Nehmen wir hier nochmal einen Ticken mehr Gewicht rein. Am liebsten wäre es mir, wenn die Limousine halt schon helfen würde beim Hochdrücken. Das ist der Stahl, der gebrochen ist.
sieht insgesamt besser aus. Besser, noch nicht bei 100%, weil jetzt gibt der Stahl nach. Verstärken wir das mal so. Und ich habe das Gefühl, sie bleibt halt auch einfach komplett stehen und braucht dann erst wieder einen Moment. Ja, wir kommen näher. Wir versuchen es direkt mit Stahl. Sonst machen wir einen kleinen Muskel draus. Nur mein Ziel ist noch nicht perfekt. Ja. Er kommt da nicht hoch. Das ist jetzt ein neues Problem. Das hoffe ich allerdings hier mit dem einfachen Anpassen der Brücke ein bisschen hinzukriegen. Natürlich wird jetzt meine Kante oben ein bisschen knapp. Hier wird es jetzt ein bisschen knapp. Weil die schon sehr hoch ist. Ich glaube, es passt noch. Geben wir die hier auch nochmal eine Feder. Schade, dass ich nicht komprimieren darf oder so. Ich muss den noch stoppen irgendwie. Bin mir nicht sicher, ob hier nicht jetzt doch so leicht das Problem mit der Kante ist. Da der runter geht, müsste das eigentlich eher schräg sein, damit sie im Endeffekt auf alle Nodes gleichzeitig landet. Das sieht gar nicht mal so schlecht hier aus. Das gibst du nach. Wir müssen dir allerdings noch mehr Gewicht auf die linke, auf die rechte Seite geben. Hier machen wir jetzt noch mal eine weitere Lage Kabel hin. Und schon wird das Budget wieder sehr knapp. Das ist was Neues. Ich will, dass du früher runterkommst, damit er die Flagge berührt. Das klappt eigentlich ganz gut. Jawohl, Nummer 1 haben wir. Und er muss eigentlich noch hierauf bremsen, damit jetzt nicht die Brücke runtergeht. Das ist sowas von gebastelt, also nicht irgendwie durchdacht, sondern einfach nur hin und her gemacht. Jetzt habe ich rechts noch mehr Gewicht, das heißt, es wird noch früher sich bewegen, genau. Eventuell machen wir das mal weg. Das ist schon immer noch zu viel Gewicht. Das ist schon nah dran. Jetzt haben wir hier sehr viel Stress und da sehr viel Stress. Schade. Ich glaube, dieses zusätzliche Zeug auf der rechten Seite ist nicht intelligent. Was ist denn, wenn wir dich wirklich hier höher machen? Also so ein bisschen länger drauf bleibst. Jetzt brichst du leider. Und da ist auch das Seil noch gerissen. Wir sollten wieder zurück an den Punkt gehen, der nahezu kurz davor war, die Lösung zu sein. Ich glaube, das war dieser, oder?
Der war schon gut, oder? Nee, der war noch nicht perfekt. Das war danach einer. Also ich nehme an, dass doch die es eigentlich war. Eher nicht so. Ja, das wird mich noch ein bisschen beschäftigen, das Level. Ich habe das Gefühl, man ist auf dem richtigen Wege, aber halt noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ob ich es schaffe, seht ihr frühestens beim nächsten Mal. Und zwar nächste Woche Samstag jetzt weiter mit Master Mode in Poly Bridge 3. Euch bis dahin alles Gute, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.